Man sieht hier sind gewisse Rauheiten drin. Die kann man mit einem 3D-Ordered-Filter glätten. Hier gibt es primär drei Filtertypen: Median, Gaußs und Bilateral. Um das zu testen, mache ich mal Ausgabe in IM1, dass man sieht, was ich tue. Hier jetzt ein Median-Filter der Größe 3. Glättet es ein bisschen. 5 glättet mehr. Der Median hat den Vorteil, dass er Löcher füllen kann mit dieser Option. Da werden dann teilweise diese Überbrückungen wieder aufgefüllt. Hier hat das jetzt recht wenig Einfluss. Kommt ein bisschen auf die Punktewolke drauf an. Gerade bei Time-of-Flight-Sensoren sind manche Pixel überbelichtet und der Sensor gibt nichts raus. Und wenn dann einzelne Pixel fehlen, kann man die mit diesem Filter wieder einsetzen. Der Gauss ist ein klassischer Glättungsfilter. Hier mit einer Standardabweichung, die man einstellen kann, zum Beispiel eine Standardabweichung von 3. Das ist jeweils in Punkten. Also diese Punkte, die man im Color-Modus sehen würde. Das sind jetzt schon hier recht viele. Das heißt, für jeden Punkt werden dann im Schnitt die drei benachbarten. Also bei dem Punkt, der 3 entfernt ist, ist dann der Gauss auf den üblichen 33%, wie er halt funktioniert. Und hier kann man die Filterkernel Size nochmal separat verstellen. Die muss einfach groß genug sein, dass die Standardabweichung gut reinpasst. Also so ungefähr das Vierfache der Standardabweichung ist empfehlenswert. Der Gauss hat als Nebeneffekt, also gerade wenn man eine starke Glättung einstellt, machen wir es mal. Ach ja, in Automodus gibt es auch. Richtig stark geglättet, das Vorder- und Hintergrund verwaschen. Um das zu unterdrücken, gibt es den Bilateralfilter, der Punkte, die nicht auf der gleichen Z-Ebene liegen, mehr oder weniger ignorieren kann. Kann ich jetzt hier für die Z-Standardabweichung einen recht engen Wert eingeben und kriegt dann, der rechnet etwas langsamer. Bilateralfilter ist deutlich aufwendiger zu berechnen als Gauss. Die Filter-Size war vielleicht etwas groß gerade eben. Aber wir sehen, hier ist es wirklich gut geglättet. Gehen wir wieder in Surface-Modus. Aber die Kante zwischen Vorder- und Hintergrund ist immer noch scharf. Und die Pins sind auch immer noch scharf.